ist auferstanden, rufen wir uns heute zu. Er ist wahrhaft auferstanden. Wirklich? Ist Jesus tatsächlich wahrhaft auferstanden? Jesus, der tot ist, 3 Tage später wieder plötzlich lebendig? Es ist so anders, als wir den Tod erfahren. Gerade auch dann, wenn wir selbst am Grab stehen, uns unwiderruflich von einem geliebten Menschen verabschieden. Manchmal haben wir zwar tiefe Sehnsüchte oder Vorstellungen. Jetzt hat er es besser, sagen wir dann. Endlich erlöst von ihren Schmerzen. Und auch jetzt sehen Opa und Oma sich wieder. Aber wenn es hart auf hart kommt, Tod ist tot, oder? Es ist ja auch noch nie jemandem zurückgekommen von nach dem Tod. Warum soll das bei Jesus anders sein? Viele Menschen tun sich schwer mit seiner Auferstehung. Abgesehen davon, was heißt es überhaupt, dass der Herr auferstanden ist? Wahrhaft auferstanden? Dass er wieder da ist wie vor seinem Tod? Oder vielleicht doch etwas anderes? Als es noch dunkel war, geht Maria aus Magdala zum Grab. Sie sieht, dass das Grab leer ist. Der Stein, mit dem man das Grab verschlossen hatte, ist nicht mehr vor dem Eingang. Auch Petrus und Johannes sehen, dass das Grab leer ist. Diese Überlieferungen vom leeren Grab sind die historische Basis der Auferstehung. Sie stehen nicht nur in der Bibel und sie sind auch von nichtchristlicher Seite überliefert worden. Ein leeres Grab an sich heißt aber noch nichts. Der Leichnam Jesu könnte ja gestohlen worden sein, sagen manche, oder irgendwo anders hingebracht. Und sogar Maria sagt später weinend, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Vielleicht wurde die wirkliche Grabstätte Jesu mit einer anderen, leeren Grabstätte verwechselt. In der Aufregung nach Jesu Tod am Kreuz und der Beisetzung im kleinsten Kreis kann das einfach geschehen. Ein leeres Grab an sich heißt noch nichts. Neben den Überlieferungen vom leeren Grab gibt es Berichte, die sich auf Lichterscheinungen beziehen. Die Apostelgeschichte und vor allem auch Paulus berichten davon. Der vorösterliche Jesus wird als eine Lichtgestalt wahrgenommen. Beispiel das Damaskus-Erlebnis von Paulus. Paulus ist auf dem Weg nach Damaskus, plötzlich umstrahlt ihn ein Licht vom Himmel. Er hört, wie eine Stimme zu ihm sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und vom Verfolger der Urchristen wird er zum Apostel der Völker. Seine Einstellung hat sich durch die Begegnung mit dieser Lichtgestalt um 180 Grad gedreht. Die Überlieferungen zu der Lichterscheinung und zum leeren Grab sind unabhängig voneinander entstanden. Sie sind auch breit überliefert und das spricht für ihre historische Authentizität. Beides erklärt auch, wie die Menschen zu der Überzeugung gekommen sind, dass der gekreuzigte Jesus auferstanden ist. Jesus ist auferstanden und lebt. Jesus ist auferstanden und lebt, aber heißt das auch, dass Jesus wieder da ist wie vor seinem Tod? Als Menschensohn aus Fleisch und Blut? Und dann haben wir 2 von den Jüngern, die nach Emmaus wandern. Unterwegs sprechen sie miteinander über alles, was sie gesehen haben und was sie gehört haben. Und Jesus selbst schließt sich ihnen an. Sie erkennen ihn aber nicht. Sie kommen ins Gespräch, er geht mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärt ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und auch bei allen anderen Propheten. Am Ende sitzt er dann mit ihnen am Tisch, nimmt das Brot, dankt Gott dafür, bricht es in Stücke und gibt es ihm. Und da werden ihnen die Augen geöffnet. Sie erkennen ihn. Im selben Augenblick verschwindet er. Auffällig ist hier, aber auch in anderen Berichten, dass der Auferstandene anders mit seinen Jüngern zusammen ist wie der vorösterliche Jesus. Sie sagen nicht, schön, dass du wieder da bist, Jesus, sondern sie erkennen ihn nicht, bis ihre Augen geöffnet werden. Und unmittelbar danach wird er auch wieder unsichtbar vor ihnen. Die Jünger beklagen sich nicht über sein Verschwinden. Ach, wäre Jesus doch noch kurz hier geblieben. Nein. Sie glauben auch nicht, dass sie irgendeinen Geist gesehen haben. Nein. Sie erkennen vielmehr rückwirkend, dass sie ein besonderes Gefühl hatten, bevor ihre Augen geöffnet wurden. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, sagen sie zueinander. Ein leeres Grab, Lichterscheinung, Begegnung, anders als vorher, aber zugleich vertraut. Und ein Feuer im Herzen. Das ist es, was die JüngerInnen sehen und erleben.
intensiv und kräftig. Jesus ist nicht tot und vergangen, er ist lebendig und gegenwärtig. Und sie machen sich auf den Weg und sagen, der Herr ist auferstanden. Jesus hat Zeit seines Lebens gesät. Er sät Görner der Nächstenliebe, Krankenheilen, Randgruppen stärken, Kinder ernst nehmen, Menschen in Not heilen. Und er sät Körner der Gottesliebe. Er spricht mit seinem Vater im Himmel, ringt um das Verständnis seines Willens. Und Jesus sät auch Körner der Selbstliebe. Er zieht sich zum Beispiel zurück, wenn er neue Energie braucht. Und diese Saat geht im Herzen seiner JüngerInnen auf. Jesus selbst ist gegenwärtig in ihnen und auch in unserem Leben. Seine Liebe bringt uns in Bewegung und setzt Kräfte der Liebe in uns frei. Die Kräfte der Vergebung, die Kräfte der Heilung auch und die Kräfte der Zuwendung zu den Kindern. Aber auch die Kräfte der Zuwendung zu den Schwächen, den Ausgestoßenen, den Kranken und den Notleidenden. Der Herr ist auferstanden, rufen uns heute zu. Und er ist wahrhaft auferstanden. Das leere Grab, die Lichterscheinung, die Begegnungserscheinung weisen darauf hin, dass Jesus selbst nach seinem Tod gegenwärtig ist. So wie er ist und so wie er handelt. Aber nicht ohne uns. Sein Saat geht in uns auf. Sein Feuer brennt in unseren Herzen. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaft auferstanden. Ich wünsche Ihnen frohe Ostern. Amen. Wir wollen gemeinsam sprechen wir das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit. Amen. Es segne und behüte dich Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Friede sei mit dir. Amen. Der Herr ist auferstanden, er ist geheilt.